Hallo, ja, mein Typen, damit recht herzlich willkommen beim Rosti-Kanal. Ja, Freunde, dachte ich, wir ein bisschen in die Horror. Heute spielen wir zusammen. Ich weiß nicht, ist es die Demo? Es ist die Demo von Unbridled Horror. Ich habe schon mal in Einstellungen es auf Deutsch gestellt. Damit ich ja was verstehe. Hier kann man einstellen: Deutsch, Italien, Ukraine, Spanish, English, Russian, French. Wir spielen aber es auf Deutsch. Damit wir auch was verstehen, ne? So, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit einem neuen Spiel. Ich habe auf den Einstellungen, habe ich hier alles mal auf hoch gemacht. Ob ich das V-Sync anlassen soll oder nicht, weiß ich nicht. Ich spiele es im Fenstermodus und FPS machen wir mal hier. Was geht denn da? 120 übernehmen? Jo, probieren wir mal. Neues Spiel. Steuern Spieler, wer ist der? Gamepad, Left Stick, ja, brauche ich nicht. Flashlight haben wir keins. Why not? Und wie gesagt, ist nur die Demo-Version. Interagieren Sie. Kleines Erste-Hilfe-Set. Nice. Und nun? Wie ist es jetzt dunkel? Oh. Da ist eine Tür. Wieso ist hier so dunkel? Und wieso habe ich keine Taschenlampe? F. Ich meine, haben wir jetzt mal eine Taschenlampe. Das ist schon mal von Vorteil, ne? Dann gehen wir nochmal kurz zurück und gucken. Vielleicht haben wir ja hier was übersehen. Und immer dran denken, es ist nur die Demo. Ne, hier geht's auf jeden Fall, hier gibt es nichts mehr. Rennen kann ich auch. Und beim Trailer habt ihr ja schon gesehen, ist mir der Unreal Engine gemacht. Inventar brauche ich keins, aber wir wissen jetzt, Inventar ist mit I. Tagebuch. Oh. What? Flaschen. Aber was ist das? Inventar habe ich ja nur das hier. Kleines Erste-Hilfe-Set. Tagebuch. Schrotte. Tagebuch. Zurück. Nichts. Hm. Interessant. Unbridled Horror. Da steht einer. Geschlossene Augen. V. What? Kann ich jetzt hier was tun? Ich kann hier leider nichts tun. What? Was heißt denn eigentlich unbridled? Mysteriös. Es gibt keinen Nebel, aus dem es keinen Ausweg gibt. Die Hauptsache ist, zu bleiben und vorwärts zu gehen. Irgendwo zeigt er mir ein Ausrufezeichen an.
einen Apfel gefunden. Die Musik, Leute, die macht mir ja schon ein bisschen verrückt. Wo sind wir hier? Warum kann man die aus- und anmachen? Für was? Ich muss mir lieber meine Taschenlampe sparen. Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Ich komme hier nicht raus. What? Hilfe? Händeabdrücke. Diese Geräusche. What? Wait. Hier kann ich nichts tun. Leute, ich bin ein bisschen hier irritiert. An deinen Lichtschalter kann ich nichts tun. Und ich glaube, ich sollte so langsam mal. Hand und Auge hat diese komische Zeichnung gemacht. Ich bräuchte aber mal Batterien oder so. Wenn ich einen Schlüssel finde, klar. Find mal einen Schlüssel. Wo? Die untere kann ich nicht öffnen. Kann ich eigentlich ancrouchen? Anscheinend nicht. Mysteriös. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Kann ich hier vielleicht noch was aufmachen? Hier kann ich nichts öffnen. Und jetzt habe ich kein Licht mehr. Ah doch, ich habe noch Licht. Ich komme aber hier nicht mehr durch. What? Leute, wo soll ich einen Schlüssel finden? Kann man das jemand mal verraten? Da ist eine Uhr. Und es geht meine Taschenlampe nicht. Mal wieder nicht. Mysteriös. Ich weiß, wie ich hier rauskommen soll. Wo soll ich hier einen Schlüssel finden? Hier ist kein Schlüssel drin. Hier ist nirgends ein Schlüssel drin. Und das kann ich nicht aufmachen. Seht ihr einen Schlüssel? Jeez.
Jesus, Leute, ich mache mir gleich die Hose hier. Was, wo sind wir hier und was machen wir hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich bin total konfus. Warum stehen hier Kerzen auf dem Boden? Und wer ist der Typ, wo uns da hier immer erscheint? Was ist das für ein Geräusch? Schritte? Das ist aber nicht gut, Leute. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Hört ihr die Schritte? Scheiße, Mann. Die kommt von hier? Wieso brennt das Feuer? Hilfe! Wasserflasche. Wir haben eine Wasserflasche. Vorwort. Oh, jetzt muss ich wieder warten, bis meine Taschenlampe wieder ein bisschen geht. Gut. Die Taschenlampe regeneriert sich ja anscheinend immer. Immer kurz war. Gut. Ihr seht ja oben, links, hier oben, wo meine Fresse ist, so eine Anzeige. Die ist alles noch im grünen Bereich, ne? Jetzt habe ich eine Taschenlampe, jetzt kann ich mal hier die Tür aufmachen. Da steht er wieder. Ich hab. Lalalala, was ist das? What's that? Kaputt oder was? Scheiße, Mann, dann. Ich muss da durch. Wer bist denn du? Ich hab keine Taschenlampe mehr. What? Die Taschenlampe ist weg. Ich laufe einfach mal geradeaus. Und hab keine Ahnung, wohin. Ist alles dunkel. Wo soll ich hin? Ich gehe wieder zurück. Da hinten ist doch Licht. What? Und ich habe keine Taschenlampe mehr. What? Bin ich hier safe? Oder nicht? Ich höre wieder ab. Ich gehe gerade wieder zurück. What? Es verschwimmt alles. Wo muss ich hin? Leute, was muss ich tun? Ich habe keinen blassen Schimmer. Was soll ich tun? Ohne Taschenlampe. Ich renne jetzt einfach doch mal den Gang entlang, oder nicht? Oder muss ich hier was tun? Aber hier kann ich nichts tun. Leute, ich weiß es nicht. Ich renne einfach mal ins Dunkle. In der Hoffnung, dass ich irgendwo hinkomme. Zum Ausgang oder was weiß ich. Weil wenn ich zurücklaufe, passiert ja nichts. Ich renne in die Dunkelheit. Aber wohin? Keine Ahnung.
Oder muss ich doch zurück? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich muss zurück. Es geht nicht anders. Anders. Es muss hier irgendwas sein. Tagebuch. Ein Tagebuch habe ich aber nichts. Schrotte? Habe ich auch nichts. Und im Inventory habe ich ja nur einen Apfel. Heilt. Aha. Ich also nur für die Heilung. Was kann ich tun? Und ihr seht, hier ist jetzt wieder alles normal. Und sobald ich zurückgehe, verschwimmt alles. Warum auch immer. Und zurück kann ich aber nicht mehr. Freunde, ich bin ein bisschen überfordert. Wenn man nicht weiß, was man tun soll, ist es scheiße. Warum leuchtet es hier am Boden? Also es scheint Glassplitter zu sein. Ich kann hier aber nichts tun. Was soll uns dieser Hinweis hier sagen? Aber jetzt habe ich wieder eine Taschenlampe. Ich habe jetzt wieder eine Taschenlampe. Leute, ich habe eine Taschenlampe. Ich habe die Taschenlampe wieder. Jetzt kommen wir auch weiter. Na Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich stehe hier wieder depp und habe keinen Plan mehr. Stimmt. Es speichert. Das ist doch der Raum von gerade eben, oder? Das ist doch unser Aus... Das ist doch unser Ausgangsraum. Hä? What? What? Mama? Eine Notiz vom unbekannten Phone. Wir haben eine Notiz. Du schießt einer auf uns. Was? Ich mach mal Info. Oh. Tagebuch. Tagebuch? Eine Notiz vom unbekannten Phone. Alice hat das Telefon in einem der Räume gefunden. Wenn sie sich an die Telefonnummer erinnert hat, kann sie nach Hause telefonieren. Was soll uns jetzt diese Info geben? Ich
komme wieder nicht raus. Und meine Taschenlampe geht im Moment nicht. Ah, jetzt geht sie wieder. Health. Erste Hilfekasten, immer gut. Ich komme hier nicht raus. Leute, ich muss kurz warten, bis meine Taschenlampe wieder funktioniert. Wieder aufgeladen ist. Also ein merkwürdiges Spiel, oder? Voll der Psycho-Horror. Aber cool. Cooles Spiel. Cool. Aber es ist ja eine Demo. Oh Leute, ich nehme schon wieder über 20 Minuten auf, ja. Jetzt sind wir wieder an der... Schlüssel. Wir brauchen schon wieder einen Schlüssel. Das gibt's ja wohl nicht, oder? Aber wo soll ich jetzt hier einen Schlüssel finden? Und meine Taschenlampe geht mal wieder nicht. Wieso ist es jetzt hier rot? Und wieso hat sich jetzt gerade der Schaukelstuhl bewegt? What? Nimm doch. Wieso kann ich das nicht nehmen? What? Taschenlampe, kleine Taschenlampe, brenn. Schreib, ich lieb dich in den Himmel. Wo ist die Tür? Ich habe wieder keine Energie auf meiner Taschenlampe. Und ich komme jetzt wieder hier nicht durch. What? Ich brauche einen Not good, not good. Eine Uhr, die Uhr. Leute, ich finde hier nicht mehr raus. Hier ist die Tür weg. Ah nein, hier ist die Tür. Ich brauche den Schlüssel. Jetzt bin ich ja wieder hier. Mein schlimmster Traum. Ich zeichnete es, als ich 5 war. Wie ist es hierher gekommen? Was ist das für eine Optik wieder? Und ich habe keine Taschenlampe. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ohne Taschenlampe. Lass mich doch hier mal da raus. Ich sehe nichts mehr. Ich kann mich ja nicht absolut nicht orientieren. Leute, ich habe keinen Plan mehr. Leute, ich habe keinen Plan mehr. Ich sehe nichts. Wenn ich jetzt hier lang gehe, muss doch hier irgendwo die Tür sein, die Küche. Oh nein. Und ich...
bin wieder hier. Jetzt habe ich wieder erspeichert, oder? Leute. Schnauze. Ich bin konfus. Ich brauche einen Schlüssel. Was für eine Optik. Jetzt laufe ich wieder hier durch. What is this? Hier kann man nichts aufmachen. Dann bleibt doch nur noch wieder diese Schublade, oder? Jetzt ist. What? Jetzt komme ich hier rein. Bist deppert? Willst du fertig machen, oder was? Schlüssel. Der Schlüssel zum Haus. Ich wollte gerade auf die Notiz gucken. Nein. What? Jo. Blut auf dem Klo. Das war mal ein harter Schiss, oder? Jo! Gebiste Bad. Hebel, alter Mann! Was bring? Bring. What? Leute. Da kriegst du die. Kommen wir nicht durch? Oder was? Diese Art sah damals anders aus. Jemand hat es verändert. Die schon ein bisschen arg lang für eine Demo, oder nicht? Oder täusche ich mich da? What? Really? It's by. Leute, das Spiel macht mich verrückt. Habe ich noch was übersehen? Hey, mach die Tür wieder auf. Die hat sich so. Erinnert ja sehr an PT, ne? Du bist tot. Really? Objekte, mit denen sie interagieren können. Ich bin tot. Wieso ist hier ein Karo abgebildet? Ich bin hier bin ich tot. Interessant. Leute, ich nehme schon wieder eine halbe Stunde auf. Aber das Spiel ist richtig cool.
Aber was soll ich jetzt tun? Wenn ich hier raus, hier komme ich nicht raus. Ich probiere mal was. Wenn ich den Fernseher anmache, ändert sich dann was? Nee. Und jetzt stehe ich hier, ne? Ich komm. Es spiegelt sich da drin. Wenn ich jetzt rückwärts laufe. Ups! Es gibt keinen Nebel, aus dem es keinen Ausweg gibt. Die Hauptsache ist zu bleiben. Aber die Idee mit dem Rückwärtslaufen war jetzt gar mal so schlecht, oder? Obwohl. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich gehe mal in mein Tagebuch. Nichts. Was steht bei Schrotte? Zurück. Und im Inventory haben wir ja nur das. Aber ich weiß nicht, wie da. Und zurück komme ich nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr zurück. Ich bin nur tot. Zu bleiben und vorwärts zu gehen. Also doch vorwärts gehen. Vorwärts gehen und vielleicht die Taschenlampe anmachen. Nee. Ich bin immer nur tot. Leute, ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Und hier drin selber kann ich ja nichts tun. Das Einzige, was ich ja machen kann, ist Licht ausmachen. Ich kann dieses Licht ausmachen und kann dieses Licht ausmachen. Und mehr kann ich nicht tun. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, hat sich aber auch nichts verändert. Springen hilft auch nicht. Keine Ahnung, Freunde. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Falls ihr eine Idee habt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich schaue jetzt mal, ob ich ins Menü komme. Verlasse das Hauptmenü. Komisch. Wie gesagt, ist von russischen Entwicklern und ist ja hier steht jetzt die Demo-Version, ne? Ein interessantes Spiel. Ihr könnt euch gerne mal selber runterladen, Download-Link wie immer und alles in die Videobeschreibung. Das war auf jeden Fall Unbridled Horror. Oh. Interessant, cool gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich da über dieses Loch drüber wegkommen soll. Wir fallen ja immer runter und zurück gibt's nicht.
Habe ich was übersehen? Schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Brosting-Kanal. Bewertet auch dieses Video, schreibt was in die Kommentare. Falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken. Press the Head-Button für Subscribe meinen Channel. Ansonsten geht dieses Leben und Channel. Einfach habt Spaß miteinander, faute nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss, und Finger die Gehäuse. Euer Rostiger Rentner. Bye bye. Spasiba.